Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4 im Überlebensmodus hier wieder auf dem Schiff. Und guck mal, wie alles schön funkelt. Oh, jetzt nicht mehr. So, wir möchten heute mit Carrie ihren Körper holen. Das ist der Plan für heute und darum gehen wir dahin. Bring Carrie zu Dr. Amati, das kriegen wir hoffentlich hin. Dr. Amati war hier in Good Neighbor. Und dann gehen wir jetzt direkt mal hin. Ich hoffe, ich kann mir einen Körper für Carrie aussuchen. Es sollte definitiv kein Mann sein, sondern eine Frau, weil ich meine, sie hat eine weibliche Stimme. Ich vermute mal, dass sie auch dann eine weibliche Person ist. Können wir das Old State House sehen? Vielleicht gibt es da Touristeninformationen. Was? Hey, Touristen? Wir sind keine Touristen. The fuck? Carrie. Boah, das nenne ich mal Rüstung. So. Ich muss sagen, der Regen sieht hier echt nice aus. Nein. Was für eine Blechbüchse. Ich weiß. Blech? Harter Metall und Stahl, Alter. Ich glaube, Stahl ist Metall. So. Dann, Amati, ich hoffe, du bringst mir eine hübsche Kollegin. Nicht das erste Mal, dass wir zu ihr gehen. Will ich mal anmerken. Verbranntes Buch. Da ist eine Uhr. Ach, die kann ich nicht mitnehmen, ne? Na gut, dann hilft. Ich habe von deinem Signalfänger gehört. Jetzt, wo du das Institut aufgespürt hast, wirst du hoffentlich auch das Richtige tun. Was bedeutet in deinen Augen das Richtige? Doktor, meine Freundin braucht Hilfe. Oh, ich bin kein Mechaniker. Was will sie denn von mir? Oh, dieser Doktor kann mir helfen? Hallo, Doktor. Ich möchte meine Daten und meine Programmroutinen in ein menschliches Gehirn herunterladen. Du, möchtest was? Meint sie das ernst? Ja, anscheinend geht's ja auch schon los zu deiner Apparatur. Tschüss, Gary. Bitte hilf uns, Doc. Ich glaube nicht, dass wir sich überreden konnten damit. Hallo? Dr. Amari? Ich bin gerade ein bisschen verarscht. Hallo? Doktor, meine Freundin braucht Hilfe. Oh, ich bin kein Mechaniker. Was? Was will sie denn von mir? Oh, dieser Doktor kann mir helfen? Hallo, Doktor. Hä? Ich möchte meine Daten. Ja, ist gut. Möchtest was? Ja. Okay. Dr. Amari ist anscheinend sehr vergesslich. Hat wahrscheinlich Alzheimer. Curie verfügt über viele Forschungsdaten aus der Vorkriegszeit. Aber sie kann ihre wichtige Forschung als Roboter nicht fortführen. Warum nicht? Meine Systeme sind durch fundamentale Einschränkungen begrenzt. Mir fehlt die Befähigung zu einer wichtigen menschlichen Eigenschaft. Inspiration. Über das, was du vorschlägst, habe ich noch nie nachgedacht. Das ist ein interessantes Problem. Die Erinnerungen wären nicht schwer. Wir übersetzen hier laufend vom Gehirn auf den Computer und umgekehrt. Dafür sind die Sessel da. Aber ihre Persönlichkeit... Die vielen Bruchteile robotischer, programmierter Entscheidungsfindung. Ein normales, organisches Gehirn könnte damit nichts anfangen. Ein Synth-Gehirn dagegen... Nun, es liegt bereits irgendwo zwischen den beiden. Mhm. Warum würde es nur bei einem Synth funktionieren? Vielleicht funktioniert es auch gar nicht. Aber manche Synths haben kybernetische Verbesserungen, die direkt mit ihrem Gehirn verbunden sind. Das Institut muss einen Übersetzer für Rohdaten gefunden haben. Das hoffe ich zumindest. Kann man mit einem Synth ins Bett? Kannst du sowas fragen? Gibt's da eine Frage dafür? Ich habe kein Synth-Gehirn zur Hand, Doc. Da kann ich vielleicht helfen. Du weißt von den Gedächtnislöschungen, die ich bei Synths mache. Aber die Prozedur verläuft nicht immer erfolgreich. Wenn etwas schief geht... kann das zum Hirntod führen. Dann leben sie zwar, nehmen aber nichts wahr. Ich kenne jemanden, der eine hirntote Synth betreut. Wenn sie dazu bereit ist, könnten wir das Bewusstsein deiner Freundin auf sie übertragen. Hm. Ja, wenn es so lange klar geht, wieso nicht? Dann würdest du die Operation also vornehmen? Meine Patientin kannte die Risiken und wollte ein neues Gedächtnis. Sie wollte ein neues Leben. Ich habe bei ihr versagt, aber mit dieser Prozedur kann ich ihr vielleicht doch noch ihren Wunsch erfüllen. Aber das entscheide nicht ich, sondern ihre Betreuerin. Ich brauche einen Tag, um Kontakt aufzunehmen.
Sie ist verständlicherweise vorsichtig. Aber sie wird mir sicher zuhören. Ich werde beim Doktor bleiben. Ich will bereit für die Prozedur sein, wenn alles klappt. Ja, du mich auch, Curry. Ich setz mich hier jetzt hin. Achso. Okay. Ich wollte schon sagen. Ich setz mich hier jetzt hin. So. Und warte mit dir, Curry. Ganz einfach. Entweder wir beide oder nichts. Oder niemand. Besser gesagt. Ich lass die doch nicht hier. Nee, verschrotten sie oder vergessen es. Ach, guck mal, da ist ein Metall auf dem Boden, weil Curry schläft. Nehmen wir es auseinander. Wer weiß. Man weiß nie, Freunde. Die komischen Fuzzis hier, die sind mir nicht ganz geheuer mit ihren komischen Gedankenleser-Zeugs. Wie erfindet man sowas überhaupt? Also in der Zeit von Fallout ist das quasi unmöglich. So. Sprich mit der Betreuerin. Vielleicht werden wir noch gut Warwick helfen, mal gucken. Je nachdem, wie viel Bock ich habe. Du willst also ein Robotergehirn auf G19 übertragen. Du weißt, dass sie eine Synth ist. Wir sollen sie beschützen. Glory, sie wollte neue Erinnerungen. Sie wusste, dass ihre Persönlichkeit gelöscht würde. Dies sieht so tot aus. Andere Erinnerungen. Vielleicht bessere. Ich weiß nicht. Vielleicht sollte ich sie tatsächlich loslassen. Ihr Opfer wäre das Geschenk des Lebens für jemand anderen. Ich glaube, das würde ihr gefallen. Na gut, dann mach es. Schnell, bevor ich noch meine Meinung ändere. Curie, es geht los. Curie, beende alle nicht lebenswichtigen Prozesse. Bestätige. Gut, Verbindung steht. Ich habe Zugriff auf die Erinnerungen deiner Freundin. G5 ist schon vorbereitet. Es sollte also nicht lange dauern. Sie sieht irgendwie komisch aus. Da. Ich... Meine Brust... Was ist los? Atme einfach nur. Das ist eine autonome Funktion. Lass deinen Körper tun, was er tun muss. Ich fühle mich so seltsam. Hör zu. Kannst du mich hören? Wie heißt du? Ich bin ein Contagions Vulnerability Robotic Infirmary Engineer. Oder kurz, Curie. Bist du wirklich Curry? Bist du's wirklich, Curry? Ja, mit diesen Ohren klingst du ganz anders. Gut, sehr gut. Prüfen wir jetzt ein paar kognitive Funktionen. Wie viel ist 1 plus 2? 3. Wenn ich einen Baseball auf deinen Kopf werfen würde, was würdest du tun? Mich bewegen? Denk an etwas, woran du dich gut erinnern kannst. Mich bewegen. Was dir als erstes in den Sinn kommt. Erzähl mir davon. Dr. Burrow war sehr alt. Er war der letzte lebende Wissenschaftler in meinem Abschnitt von Volt 81. Er lag auf dem Bett, sehr schwach. Er sagte, Curie, du musst... Dann starb er, bevor er den Satz beenden konnte. Oh, ich fühle mich so seltsam. Was ist das? Es ist höchstwahrscheinlich Trauer, aber ich sag einfach mal. Hier. Ich kann es nicht fühlen. Beschreib's mir. Keine Ahnung. Alles schnürt sich zusammen. Armer Dr. Burrow. Die Operation war wohl erfolgreich. Aber ich glaube, deine neue Freundin muss sich erst noch eingewöhnen. Sie braucht in der Übergangszeit sicher deine Hilfe. Danke, Doktor, für diese Gelegenheit. Ich habe von deinem Signalfänger gehört. Jetzt, wo du das Institut aufgespürt hast, wirst du hoffentlich auch das Richtige tun. Sie braucht ein bisschen Einarbeitungszeit. Sie zückt ihre Waffe und schießt gleich auf irgendwas, oder was? Ich frage mich, ob die Daten, die ich sammle, irgendwann einem Zweck dienen werden. Ich glaube, es eine war geklaut, oder? Hey. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Wieso hast du immer noch diesen Akzent? Der passt irgendwie nicht zu dir. Hey, hast du kurz Zeit? Denke dran. Atmen. Ich glaube, wenn ich das vergesse, ist es aus mit Curie. Und plötzlich diese aufregenden Sachen. Gibt es da ein neues Element? Was, wenn ich einen Arm verliere? Den kann man nicht mehr einfach reparieren. Du bist ein Sünd. Selbstverständlich kann man den reparieren. Ich gebe dir einen Rat. Behalte deine Arme und Beine einfach bei dir. Werde ich tun. Seltsam. Ich hab gelacht. Es geht schon. Ich kriege es hin. Hoffentlich schnell. Hab Geduld mit mir.
Meine Forschung wird mit dieser wunderbaren neuen Hardware bestimmt aufblühen. Schauen wir mal. Hey. Ich weiß zwar nicht, was für eine Waffe du da hast, aber anscheinend hast du keine. Hey. Was gibt's? Na, wie geht's dir, Curie? Ich finde dieses Reisearrangement ziemlich angenehm. Ja, gut. Mehr gibt es nicht. Wenn du das sagst. So, Madame ist jetzt auf unserer Seite. Alles ist gut. Vielleicht sollten wir nochmal mit Glory sprechen, die haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Hi Glory, wie geht's dir überhaupt? G519 hat einiges durchgemacht. Aber sie war gut. Solide. Ich hoffe, ein wenig von ihr ist noch immer da. Und falls nicht, sorg dafür, dass es das wert war. Wie war G5 so? Hart. Hart genug, dass das SEB ihr Gedächtnis löschen musste. Mehr als einmal. Als ich G5 sah, hat sie mich noch nicht mal erkannt. Aber ich war ihr was schuldig, aus meiner Zeit im Institut. Mehr kann ich dazu nicht sagen. G5 zu verlieren war schwer. Aber ich glaube, sie hätte gewollt, dass ihr Tod sinnvoll ist. Wir sehen uns im Hauptquartier. Aus der Zeit, aus ihr... Wieso weiß ich nichts aus der Zeit? Wieso erzählst du mir das? Du hast mir nie was von deiner Zeit aus dem Institut erzählt. Bitte was? Hä? Ist das etwas wert? Die Welt an der Oberfläche ist... Was soll das? ...verwirrend für Glory. Mich. Ich habe die Runner umgelegt, bevor sie Dayton finden konnten. Zumindest diesmal. Okay, anscheinend hatte sie irgendwas mit dem Institut zu tun. Aber wie sollen wir nichts davon erfahren? Naja, ab in meine Rüstung, die hoffentlich immer noch die gleiche ist. Genau, perfekt. Und schon fühlt sich der Zero wieder wohl. Sehr schön. So, dann wollen wir mal die nächste Quest machen, bis wir Curie, weiß gar nicht. Geht das überhaupt? Ich meine, wozu sollte ein Sünd weibliche Geschlechtsmerkmale haben? Wozu? Ich meine, ich bezweifle, dass das Institut damit irgendwie Sünds vermehren wollte, oder? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Als hätten wir einen neuen Freak, der sonst nirgendwo hinpasst. Das hast du davon, mich Freak zu nennen. Pff. Komm, wir töten sie jetzt, ohne dass es jemand merkt. Sie muss sterben. Sie hat mich beleidigt. Ich spreche nur noch abgehakt, weil ich so schockiert bin. Wer ist jetzt der Freak? Du weißt, wer die Ghule aus Diamond City geworfen hat, oder? Dieser Arsch, Bürgermeister McDonough. Aber irgendwann bezahlt er dafür. Du wirst schon sehen. Okay, mir ist das Spielchen abgeschmiert. Es ist crazy. Curie hat das so sehr gehasst, dass sie mich gehackt hat. Oh mein Gott. Unbelievable. Müssen wir kurz warten. Da haben wir das Spiel wieder. Das ist ja crazy. Aber ich habe so das Gefühl... Okay, ich wollte schon sagen. Ich dachte schon, es fällt nochmal aus. So. Wir töten sie nicht. Curie mag es nicht, wenn wir Unschuldige töten. Wir brauchen einen Charakter, der es mag, dass wir Unschuldige töten. Genau. Wenn wir mit Strong rumlaufen... Dann wirst du sterben. Ich merke mir dein Gesicht. Das war ein Screenshot. Ich werde nicht vergessen, Freunde. Halt deine Waffe besser griffbereit. Ich werde nicht vergessen. So. Sichere die Ernte der Siedlung in der Slog. Sprich mit dem Knappen der Bruderschaft. Zerstöre die abtrünnigen Roboter. Vor dem Zaun. Vor dem Zaun wollten wir machen, ne? Machen wir mal vor dem Zaun, wieso nicht? So. Wo? Ach da. Wieso da oben? Was ist da oben? Was ist da in meiner Siedlung? Wer hat dieses Netzwerkding ins Kirchens? Hä? Also wenn da jetzt irgendwo wieder ein Charakter ist von mir, der da rumstreunert, dann finde ich das nicht so geil.
Hä? Wollte ich hier hin? Achso, Sanctuary. Ich dachte schon, ich bin hierhin gereist. Ach, dann weiß ich, wohin es geht. Freunde, der Bug, er ist beseitigt. Wir haben jetzt schon so lange gespielt und die Rüstungen sind immer noch da. Oh, ich bin so froh. Ich bin so froh. Werte mit euch, der Hans Dieter ist da hinter der Mauer. Ja, er ist der einzige Typ, der es nicht geschissen bekommt, darüber zu kommen. Kann ich ihn transportieren? Kann ich darüber springen? Nicht, wenn ich auf A drücke. Ja, das war kacke. Aber ihr kennt mich, ich bin zu faul, um darüber zu laufen. Ich weiß, ich habe es selbst gebaut. Und damit habe ich es eigentlich quasi verkackt. Vielleicht soll ich mehrere Türen oder Tore machen. Kann ich dich nehmen? Nein. Wieso bist du der einzige Typ, den ich nicht nehmen kann? Naja. Hier läuft es richtig gut, was? Was ist da los? Ach, Energie wieder. Wie sieht die Moral aus bei uns? Die Moral ist bei 74%. Wir wissen, 75% ist der Standard. Wie bei Fallout Shelter. Nur um höher zu kommen, ist das ein bisschen schwieriger. Außerdem brauchen wir Energie und ich weiß einfach nicht, wo das Problem mit der Energie ist, Freunde. Irgendwo ist da eine Macke drin. Sturgis, erinnerst du dich noch an das Holoband mit den ganzen Institutsdaten? Das brauche ich wieder. Ach ja? Wieso? Was hast du vor? Ich arbeite da an was für die Stählerne Bruderschaft. Die wollen sich die Daten aus dem Institut mal ansehen. Hm, die Bruderschaft, was? Ich hoffe, du weißt, was du da tust. Ja, bitte. Ich habe mir schon eine Kopie gezogen. Lass mich raten, du trägst eine Perücke und genau da hast du die Dateien versteckt. Was ist für das denn bitte? Ich hätte das Licht anmachen sollen, hätten wir es besser gesehen. Wir blenden ihn. Hast du schwarze Augen? Was bist du denn für ein Monster, sag mal? Sturgis. Sei lieber vorsichtig. Ich kann Sachen reparieren. Bei Leuten ist das aber schwieriger. Wir sollten ihm hier eine kleine Hütte aufbauen, damit er hier leben kann. Er wird wahrscheinlich nie wieder rüberkommen. Das habe ich gesehen. So, zurück zum Le-Institut. Ja, das klingt gut. Ich meine, Mama Murphy hat ihre Hütte. Er braucht auch eine Hütte. Was wollen wir denn aus ihm machen? Habt ihr eine Ahnung, was man so aus Sturgis machen kann? Ich meine, er ist Mechaniker, klar, normalerweise eine Werkstatt hin basteln. Aber vielleicht habt ihr Ideen, was wir aus ihm so machen können. Der Flughafen? Können wir nach Los Angeles fliegen? Das soll's richtig schön sein. Ja. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Jetzt, da wir die Informationen über das Institut haben, können wir sie verwenden, um... Also wir können auf jeden Fall alles für ihn machen. Genau. Schicken sie nicht oft in den Einsatz. Wir können... genau bei ihm ein Haus bauen. Ach da, genau, zu ihr sollten wir die Daten bringen. Da, wo er steht, weil da steht er irgendwie immer. Proctor, ich habe ein Holoband mit einem vollständigen Scan des Institutsnetzwerks gefunden. Danke. Weißt du, es ist schön, dich gesund und munter wiederzusehen. Ich war nicht ganz sicher, was der Fänger mit dir anstellen würde. Du meinst, mich in Energie umzuwandeln und dann wieder zusammenzusetzen? Das war kein Problem. Du kannst ruhig deine Witze machen, aber ich würde einer Technologie, die ich nicht verstehe, nicht einfach blind vertrauen. Wo wir gerade von Technologie sprechen, die ich nicht verstehe, ich bringe das Holoband zu Proctor Quinlan. Ich bin so gespannt, was da drauf ist. Komm, wir bleiben sarkastisch. Soweit wir wissen, könnte das ein Rezept für Todeskalle Surprise sein. Nun, es ist das Beste, was wir in der kurzen Zeit machen konnten. Bevor wir jetzt voreilige Schlüsse ziehen, sollten wir abwarten, was Quinlans Gelehrte herausfinden können. Ich bin sicher, dass das Institut seine gesamten Daten stark verschlüsselt. Es wird also eine Weile dauern, den Code zu knacken. Danach werden wir sehen, was wir hier haben. Wer weiß, was wir da von ihrem Hauptrechner geholt haben. In der Zwischenzeit habe ich eine andere Aufgabe für dich. Ich wette, du bist ganz wild drauf, dir die Hände bei unserem neuen Projekt schmutzig zu machen. Wie viel hat dir Maxon darüber erzählt? Nichts. Er hat mir rein gar nichts gesagt. Macht Sinn. Wir haben versucht, es geheim zu halten, bis der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Komm, hier lang.
Sofern du nicht blind wie ein Maulwurf bist, ist dir sicher schon aufgefallen, dass wir auf dem Rollfeld ein Gerüst errichtet haben. Maxon und Kells haben nach etwas gesucht, das uns einen Vorteil verschafft, wenn wir gegen das Institut antreten. Die Pridwin ist zwar ein mächtiges Ding, aber sie ist kein Schlachtschiff. Und da kommt unser neues Projekt ins Spiel. Liberty Reprimed. In diesem Lagerraum sind die Überreste von Liberty Prime. Die Bruderschaft hat ihn im Ödland der Hauptstadt als Waffe gegen die Enklave eingesetzt. Er ist der fortschrittlichste Roboter, der der Bruderschaft je zur Verfügung stand. Leider wurde Liberty Prime im Dienst zerstört. Ich habe den Großteil der letzten Jahre damit verbracht, ihn wieder zusammenzusetzen. Und wenn du denkst, das wäre einfach, dann versuch mal einen Protektron mit verbundenen Augen zu bauen. Oh, du hast auch eine Bierhalterung, cool. Na, Liberty Prime, mein alter Kollege. Wir haben damals Sachen erlebt, alter Schwede. Bevor du abhaust, solltest du dir vielleicht deine Befehle anhören. Der Roboter wird sich nicht von alleine bauen. Ja, dann sprich doch mit mir, Mädel. Hä? Ach, jetzt. Proctor. Um Liberty Prime voll einsatzfähig zu bekommen, brauchen wir deine Hilfe. Das heißt, ich baue Liberty Prime auf, damit ich ihn später zerstören kann. Okay, okay, okay. Meine Hilfe? Ich habe absolut keine Ahnung von Roboterreparaturen. Warum überlassen wir das Reparieren nicht meinen Gelehrten? Du bist für die Laufarbeit zuständig. Okay, die gute Nachricht ist, dass wir die meisten Teile von Prime bereits zusammengesetzt haben. Die schlechte Nachricht ist, dass es mehr als ein paar Nieten und etwas Schweißarbeiten brauchen wird, um ihn wieder zum Laufen zu bekommen. Das erste Problem ist die CPU. Sie ist sehr instabil und jedes Mal, wenn wir sie an den Stromkreis anschließen, haut es sie raus. Ich schätze, das kannst du reparieren. Ich wünschte, es wäre so einfach. Wenn das bei einem der Roboter auf der Pridwin passiert wäre, hätte ich einfach die Fusionsspule ausgetauscht. Auch wenn ich es nicht gerne zugebe. Primes Energiesystem überschreitet meine Fähigkeiten. Zum Glück konntest du Dr. Madison Lee überzeugen, zur Bruderschaft zurückzukommen. Sie gehörte zu dem Team, das Liberty Prime vor gut einem Jahrzehnt entwickelt hat. Ich habe schon mit ihr gesprochen, aber aus irgendeinem Grund möchte sie ungern an Prime arbeiten. Mhm. Wenn du sie dazu bringen könntest, hier runterzukommen und uns zu helfen, kriegen wir den großen Kerl vielleicht in Gang. Das wusste ich gar nicht, dass sie an Prime gearbeitet hat damals. Ach, deswegen, deswegen hat sie sich mit der Bruderschaft so gut verstanden, als wir sie damals gesehen haben. Eine Tür mit Teppich und dahinter ist nichts. Ihr wisst, was jetzt passiert. Wir werden herausfinden, was dahinter ist. Nein. Ich setze sie wieder ein. Vielleicht hätte ich das nicht machen sollen. Vielleicht hätte ich das nicht machen sollen. So, fast wie neu, Freunde. Fast wie neu. Läuft. So einen kleinen Bereich haben wir am Flughafen. Das ist doch eine reine Verarsche hier, oder? Das ist ja nix. Oder ist es vielleicht alles, was wir brauchen? Hier kann man bestimmt was richtig Geiles hinmachen, wie ein Marktplatz oder so. Irgendwas richtig Cooles. Guck mal, Teppiche. Wie cool ist denn das? Kann ich die mit nach Hause nehmen? Weil wir können die Teppiche sogar platzieren, wie wir wollen. Hoppala. Das war der ganze Boden. Okay, hier kann man bestimmt ein bisschen was an coole Sachen machen. Am wenigsten haben wir jetzt den Ort hier gefunden. War richtig cool. Es war nur so eine ganz kleine Ebene, aber es läuft. Musik? Dreh mal jetzt nicht hier durch. Nun denn. Ich würde sagen, somit gehen wir zu Dr. Madison Lee. Ich hoffe, sie ist oben auf der Pridwin.
Wenn nicht, dann bin ich da umsonst hochgegangen. Aber ich glaube, sie hat gesagt, dass sie da ist. Ihr wird so wichtig. Ja, das sieht gut aus. Bleib weg von wilden Ghoulen. Sei denn, du möchtest. Ups, nein, nicht nach unten. Einmal nach oben, bitte. Guck mal, die haben alle Bierhalterungen. So hat meine Rüstung keine Bierhalterung. Hat sie eine Bierhalterung? Kalibrierungstest für Kommunikationsarray erfolgreich. Alle Bänder im normalen Bereich. Rückmeldung der Kontrollsysteme durchgehend im normalen Glückspilz. Bereich. Achtung! So. Aufgrund zunehmender Raider-Aktivitäten werden aktuell sämtliche Anträge auf Beurlaubung außerhalb der Basis abgelehnt. Betroffene Parteien erhalten ihre Urlaubstage zur nächstmöglichen Gelegenheit. Das wäre alles. Wenn du hier bist, um mich zur Mitarbeit an Liberty Prime zu überreden, dann vergiss es. Warum? Du hast versprochen, uns zu helfen. Du hast recht, das habe ich. Aber du hast vergessen zu erwähnen, dass ich an Liberty Prime arbeiten soll. Das ist mir mit der Bruderschaft schon einmal passiert. Warum sollte ich denselben Fehler nochmal machen? Wovor hat sie Angst? Hat sie Angst, dass Liberty Prime wieder alles tötet? Oh, wenn du nicht an Prime arbeitest, lasse ich dich erschießen. Nein, das wollen wir ja nicht. Erstmal fragen wir, warum. Warum willst du uns nicht mit Liberty Prime helfen? Ich habe die Bruderschaft ursprünglich verlassen, weil ich keine Lust mehr hatte, benutzt zu werden und alle auf mir rumtrampeln zu lassen. Zuerst war da das Wasseraufbereitungsprojekt, das kostenlos dem ganzen Ödland der Hauptstadt nutzen sollte. Die Bruderschaft hat zwar zugelassen, dass es aktiviert wird, aber sie wollte es kontrollieren. Aber das hat ihnen nicht gereicht. Sie haben mich gezwungen, bei der Entwicklung von Liberty Prime zu helfen. Sie haben meine Arbeit für eine Waffe genutzt. Ich hatte genug, also bin ich gegangen. Ganz einfach. Warte. Jetzt muss ich mal überlegen. Wie war das damals? War Liberty Prime im DLC vorhanden oder im Originalspiel, Leute? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwie habe ich in Erinnerung, dass man zuerst mit Liberty Prime rumläuft und dann geht man erst runter zum GEK. Und nicht zum GEGK, sondern zum Wasseraufbereitungsstation. Und aktiviert das. Oder was andersrum. Das muss ich nochmal prüfen, oder? Ihr schreibt mir in die Kommentare, wäre natürlich noch geiler. Wenn nicht für die Bruderschaft, tu es für Dr. Virgil. Was sie Dr. Virgil angetan haben, war grausam. Es war falsch. Wie konnte ich nur so blind sein? Du weißt wirklich genau, was du mir sagen musst. Sag Proctor Ingram, sie soll ihre Gelehrten bereithalten. Es wird eine Menge Arbeit sein, Liberty Prime wieder funktionstüchtig zu bekommen. Aber wir werden es schaffen. Yeah, Curry hat wenn das gemacht. Schon wieder. Wenn Maxon mir befehlen würde, ihn zu den Toren der Hölle zu begleiten, würde ich sie zu sterben oder was? Eintreten. Zieh ab. Das Glück, dass ich Curry gerade dabei habe. Quatsch mir einfach mal so in den Satz. Unglaublich. Wo ist sie überhaupt? Curry? Oder Curry? Nee, Curry, da ist sie. Magst du die Rüstung? Willst du meine Rüstung anziehen? Hey. Kann ich dir guck mal da. Ist sie nicht schön? Ich darf sie anziehen, wenn du willst. Dann bist du wieder ein echter Roboter. Oder du bist einfach zu blöd, um einzusteigen. Dann lassen wir es. Und wieder nach unten. Als hätten wir nichts Besseres zu tun, als den Laufburschen zu spielen. Ich hätte auch einfach irgendwie, keine Ahnung, ihr eine Holodisk schicken können mit, hey, geh doch mal da unten und guck, was da ist. Vielleicht wäre sie da hingegangen. Was ist das da? Das ist der Flughafen, ne? Weißt du, was für eine Aussicht man hier oben hat, ne? Das ist eine coole Nummer. Abstandssensoren grün. Echo von 3 Sekunden. Reaktor bei 100% Effizienz. Wo ist hier der Ausgang, verdammt? Mit Liberty Prime sind wir dem Institut gegenüber in Vorteil. Ich finde nie den Ausgang, obwohl wir eine verdammte Quest dafür haben.
Und dann wird es auch langsam Zeit für unsere Level-Ups, ne? Haben wir eigentlich ein Level-Up geschafft in der Zeit? Dann müssten wir jetzt theoretisch 2 Punkte hier drin haben, ne? Da ist 1 Punkt drin. Ja, so viel zum Thema, wir brauchen so und so viel XP. Naja. Meiner Erfahrung nach finden Großmod. Gut, wir fliegen einfach mal hin, weil ich faul bin. Jetzt haben wir dort noch eine Siedlung. Cool. Dass man da alles so hinbauen könnte. Wir könnten einen Kaffeestand aufstellen. Ein Kino könnten wir machen. Ja, Kino klingt ganz cool, ne? Fragt sich nur, wie man sowas umsetzt. Was könnte man denn noch machen? Gebt mir Vorschläge, Leute. Gebt mir Vorschläge. Das ist ein kleiner Raum. Ach, hier bauen sie sie gerade auf. Coole Nummer. Dr. Ingram? Tja, das ist doch mal ein guter Start. Oder nicht, Doktor? Das hoffe ich. Primes Speicherkern hat beträchtlichen Schaden genommen. Ich wünschte, deine Leute wären etwas vorsichtiger gewesen, Proctor. Die gute Neuigkeit ist, dass ich den Schaden reparieren kann. Es sollte also möglich sein, die CPU mit Energie zu versorgen, ohne dass sie sich überlädt. Natürlich nur, wenn mir deine Leute nicht ständig im Weg stehen. Sie ist äußerst lebenswürdig, nicht wahr? Total. Passt zu mir. Und sie hat auch diese komische Gelehrtenrüstung an, die einfach überhaupt keinen Sinn ergibt. Wieso sollte man Metall über eine Stoffrüstung tun? Es muss doch wehtun, wie das da drauf liegt. Schau dir erstmal deine Munition, Alter. Also unterhalten wir uns jetzt oder nicht? Ich überlege, was ich antworten soll. Mädel, mach mir keinen Stress. War es ein Fehler, sie um Hilfe zu bitten? Nein, keine Sorge. Wir mögen uns vielleicht nicht besonders, aber wir bekommen das hier schon hin. Außerdem ist Dr. Lee den ganzen Ärger wert. Sie hat am ursprünglichen Design von Prime mitgearbeitet. Besser hätten wir es nicht treffen können. Es läuft wirklich gut. Daher sind wir jetzt sogar schon so weit, dass du seine elektromagnetischen Aktuatoren bauen kannst. Was? Klingt sinnvoll. Es werden starke Elektromagneten nötig sein, um seine Arme und Beine zu bewegen. Ganz genau. Du überraschst mich immer wieder. Und dafür sollst du uns die Aktuatoren bauen. Selbst wenn du weißt, wozu die Aktuatoren dienen, musst du trotzdem wissen, wie du sie herstellst. Das sind die Pläne und die Materialliste. Verlier sie nicht. Und bevor du dich aufregst, weil es so viel ist, den Großteil der Materialien haben wir hier im Flughafen. Das Einzige, das du für uns finden musst, ist ein Hochleistungsmagnet. Laut Proctor Quinlan findest du den am ehesten in einem der alten Krankenhäuser im Commonwealth. Wir haben schon ein paar Teams losgeschickt, um die anderen Hochleistungsmagneten zu finden, die du brauchst. Sie sollten zurück sein, wenn du wieder hier bist. Wir brauchen je einen Aktuator für jede der Gliedmaßen. Du musst also insgesamt 4 Stück bauen. Viel Glück. Du gibst mir eine Liste mit Sachen, die ich besorgen soll. Diese Sachen habt ihr schon hier. Es fehlt nur eine Sache. Warum gibst du mir eine verdammte Liste? Was soll denn das? Ad Victoriam. Du mich auch. So, wir gehen zum Medford Memorial Hospital. Ein weiteres Mal. Es gibt so viele verdammte Gegenden hier in Fallout 4. Und wieso schicken die uns jedes Mal zum gleichen Platz? Das ist die dritte Quest, die wir da haben. Ganz ehrlich, das stimmt irgendwas nicht, oder? Ich meine, die müssen nochmal überlegen. Ey, wir haben jetzt hier noch eine Quest. Wo packen wir die rein? Komm, wir packen die einfach nochmal in das gleiche verdammte Krankenhaus. Das tut man doch nicht. Ich wollte ihn töten. Ach, Gott. Sind's? Freund oder Feind? Ach, hier ist das. Ah. Stimmt, das war eine der Hauptquests, ne? Statusmeldung. Alle Funktionen normal. Naja, dann solltest du mal in den Spiegel gucken. Ich glaube, deine Nase funktioniert nicht mehr und dein Mund. Was? Alter. Der sieht ja noch ganz normal aus. Wir haben hier einen Knast, aber hier ist nichts. Was? Firmenhauptsitz? Ich würde sagen, wenn wir schon mal hier sind, Curry, wo willst du hin? Was machst du denn da? Dann geh wieder doch glatt mal rein.
Schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Hört noch jemand diesen Hund? Ich glaube, der ist da oben. Was? Hä? Was macht der Typ da oben? Hä? Ja, oder was bist du? Kampfhund. Ach, der hat hier aufge... Ups. Hast du das gehört? Alter Curry, ist das dein Ernst? Hattest du nicht eine Waffe, Curry? Ich habe die Kampfhandlungen erneut überstanden. Hattest du nicht eine Waffe? Okay. Die hatte eigentlich eine Waffe, war ich mir sicher. Ich glaube, wir müssen Anzeige bei der Polizei erstatten, oder? Und die kleinen Sachen gehören in Tütchen als Beweismittel. Willst du mich anzeigen? Die ist komisch, die ist echt komisch. So. Die Polizei anrufen und kleine Beweistütchen, Alter. Ja klar. Ich töte zuerst einen Typen, pack alles in Tütchen, geh dann zur Polizei und sag, hey, den hab ich getötet, hier sind die Beweise. Was zum Teufel? Huch, was war das? Ich glaube, das war ein Rezept, das wir eingesammelt haben, ne? Das ist nur eine Liste. Na komm, du musst hier irgendwo sein, ich will dich sehen. Gibt's schon. Da. Slocums Brumbis-Rezept. Kannst du nicht angucken. Ist höchstwahrscheinlich die Quest, aber gut. Wenn wir es schon mal haben, dann haben wir es schon mal. Irgendwann werden wir dazu auch den Questgeber finden. Geschafft. Nachricht an Slocums Joey. Oh, technische Dokumente. Oder können wir damit die Dinger selber herstellen? Das kann natürlich auch sein. Ja, der Wahnsinn. Schön, dass ich es lesen kann. Was? Ich fühle mich gerade derbe verarscht, ganz ehrlich. Ergibt das hier überhaupt einen Sinn? Na gut, Freunde. Ich würde sagen, das war's für heute. Wir haben Curry zu einem neuen Körper verholfen. Wir haben Madison Lee dazu überredet, wieder am Prime zu arbeiten. Und wir haben ein Rezept gefunden, wovon ich keine Ahnung habe, was wir damit machen sollen. Aber Hauptsache, wir haben's. Ah, ich guck mal kurz nach. Kleinen Moment. Verwendbares Gemüsestärke. Was ist denn das? Ist das was zu essen? Daten. Da. Plus 1 Wahrnehmung und 25 AP für eine Stunde. Verbrennt den Mund beim Essen. Brennt den Mund beim Essen? Ja und, was? Heißt das, ich darf dann Feuer speien oder? Was soll mir diese Info jetzt bringen? Ich hab keine Ahnung. Gut, dafür haben wir das Rezept gefunden. Nice. Das ist Knorke. So, wo ist meine Rüstung? Da. Gut, Freunde, ich würde sagen, das war's dann für heute. Wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Folge von Fallout 4. Haut rein, euer Zero und tschüss.